Hat er das jetzt angeschossen oder einfach da liegen lassen? Ja. So, er ist dann schlaf gegangen, sowas. Nice. Black Pants. Oh no, kein Mad Squirrel. Da kriegt der AJ jetzt richtig aufs Maul. AJ, du bist hier fleißig am Meinen. Gut. Die ganzen Parts brauchen wir nur. Sondern da wir jetzt Winter haben, können wir das hier irgendwie aussetzen. Ja, hier ist Suspended. Wir wollen keine Level-Spiels mehr. Wir müssen halt ein bisschen rationieren mit dem Essen. Das, was da ist, könnt ihr natürlich noch aufessen. Aber den Rest nicht. Visitor. Aber der Visitor hat nichts zum Traden. Da wird erstmal wieder schön der Fallengang geputzt, auch wenn das eigentlich nicht notwendig ist. Aber ich kann es nicht wirklich ausstellen. Shoot Frenzy Xova. Das heißt, wir schicken ihn hunten. Wildlife. Was haben wir denn hier, so was wir hunten können? Alpakas. Eine Ibex-Doe. Zwei Hasen. Und zwei Recruits. Warum nicht? Und ich glaube, er ist auch schon eingeteilt fürs Hunten, ne? Ja. Peng, peng. Hemden stellt gerade Waffen her. Hat er das jetzt angeschossen und dann einfach da liegen lassen? Ja. So, er ist dann schlaf gegangen, sowas. Nice. Der Fallengang macht wieder gute Fortschritte. Holz haben wir auch noch genug. Schon wieder ein Raid. Oh, das sind anscheinend... Sind das Mechanoids? Nee, aber... Ich weiß nicht, wo wir alle sind, aber wir stellen uns mal hier erneut auf. Das Ding muss auch noch weg. Er ist da unten. Sie ist da. Er ist da. Nur gucken, dass keiner draußen ist. Er ist draußen, geht aber rein. Ich hoffe hier rum. Sorgen wir mal kurz dafür. Weil das sind jetzt schon einige mehr. Kommen wahrscheinlich durch. Und jetzt geht das Schießen los. Mal bitte dahinter aufstellen. AJ auch. Dann habt ihr nämlich ein bisschen mehr Schutz. Und da hauen sie auch schon ab. Also, zumindest eine Gruppe. Raids kommen manchmal in verschiedenen Gruppen. Und eigentlich ist es so, wenn eine gewisse Anzahl an Leuten im Raid besiegt ist, hauen die ab. Also die, die noch leben. Wenn die aber in mehreren Gruppen kommen, zählt jede Gruppe wie ein einzelner Raid. Also man muss halt gewisse Anzahl von der Gruppe besiegen, damit die Gruppe abhaut. Aber die anderen Gruppen hauen halt nicht direkt ab. Und wir haben sie sogar noch erschossen, obwohl sie geflohen ist. Oh, er hat versucht tatsächlich den Skull Spike kaputt zu hauen. Aber das ist ganz nice. Weil Skull Spikes sind schnell neu gebaut. Und das hindert zumindest einen, hier mit reinzurennen. Dann bauen wir hier einfach einen neuen hin. Und was können die denn hier so? Ja, nichts. Sind 7 Stunden tot. Ja, kann ruhig verrecken. Der hätte Medical, aber kein Shooting. Und ich glaube, die anderen sind hier alle tot, oder? Ja, die scheinen alle tot zu sein. Bis auf ihn hier. Ihn könnte man auch noch verfolgen. Der haut ja jetzt ab. Aber der ist fast incapable of von allem. Der ist richtig schlecht. Der kann ruhig abhauen. Den braucht kein Mensch. Wir können den Fallengang wieder leer räumen. Von allem, was hier so drin liegt. Wenn wir wollen, können wir ihn auch noch gucken, ob wir ihn kriegen. Aber ich glaube, nee, das wird zu knapp. Der haut hier raus ab. Ja gut, dann soll er halt abhauen. Eine Mad Boom Rat. Tiere können manchmal auch ein bisschen durchdrehen, die hier so rumrennen. Und die wird jetzt auch versuchen, uns anzugreifen. Eine Rat wird jetzt natürlich in einer Falle verrecken. Aber da müssen wir halt aufpassen, dass keiner... Okay, sie ist sogar nicht verreckt. Problem an Boom Rats, wie der Name schon sagt, die explodieren halt, wenn sie sterben. Deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen, dass da keiner im Weg steht. Nämlich, auch wenn es nur eine Ratte ist, ganz schön viel Schaden anrichten. Die liegen hier noch so und sind am Sterben. Der ist in einer Stunde tot, der in zwei. Können wir die auch direkt mitnehmen. Irgendwo wird gehuntet. Kriegen wir nämlich auch wieder ein bisschen Fleisch. Ich meine, das sieht aus, als hätten wir hier sehr viel Fleisch, aber das ist alles Menschenfleisch. Da unsere Leute keine Kannibalisten sind, können wir das leider nicht essen. Also können wir schon, nur würden sie halt nicht so sehr mögen. Dann Rose equippt ihr doch mal die Soul Drive, die gerade hergestellt worden ist. Wir haben auch ein paar viele Schafe. Wie sieht das eigentlich mit den Boomerlopes aus? Das eine ist männlich, das andere ist weiblich. Das heißt, da könnten wir sogar auch ein paar eventuell bekommen. Bin aber auf jeden Fall mal ein paar von den Schafen hier schlachten. Weil ansonsten wären das nämlich auch zu viele. Gibt auch nochmal ein bisschen Fleisch. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch so erforschen soll. Das hier vielleicht... Auch so eine Art Droge. Aber immer noch nicht das herstellen, was ich
hergestellt haben will. Und so langsam bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob man das überhaupt herstellen kann oder ob man das kaufen, Schrägstrich, finden muss. Ja, draußen wird es jetzt langsam auch richtig kalt. Tiere scheint es nicht zu stören. Boah, da wird einem ja sogar in Real Life richtig kalt, ey. Wenn man die ganze Zeit den Wind hört. Dann machen wir mal den Long Range Scanner. Unsere ganzen Pflanzen sterben gerade, weil es zu kalt ist. Wäre schön, wenn mal wieder ein Händler vorbeikommen würde. Am besten ein Bulk-Händler oder ein Combat-Händler, weil den Bulk-Händler, den können wir das ganze Menschenfleisch verkaufen. Also da kriegen wir richtig Money. Und dem Combat-Händler können wir halt eventuell Waffen und Rüstung und so abkaufen. Multi-Analyzer, das brauche ich für, um weiter forschen zu können, glaube ich. Ich glaube fast, ich muss einen extra Forschungsraum bauen, weil hier ist kein Platz mehr. Und ich befürchte auch fast, dass wir bald neuen, mehr Strom brauchen. Wobei es geht eigentlich im Moment noch. Wir haben noch sehr viel. Ansonsten hätten wir hier noch Platz für Generatoren. Solar Flare, so viel zum Thema Strom. Der Strom fällt jetzt nämlich erstmal komplett aus. Wie viele denn von diesen Thermal Generators könnten wir denn hier noch bauen? Es gibt 5 Stück. Einer da und 4 hier. Den können wir nicht wirklich verwenden, weil er mit unserem Fallengang im Weg steht. Hier unten könnten wir einen hinsetzen. Den müssten wir dann nur ordentlich panzern. Am liebsten wäre es mir, wenn hier oben einer wäre. Den könnten wir dann nämlich einfach so mit in unser Ding einbauen. Naja, müssen wir mal gucken. Das ist ein bisschen scheiße, dass der Strom weg ist. Mit einer Solar Flare. Und wann endet endlich dieser Volcanic Winter? Der geht schon 33 Tage. Wird jetzt arschkalt in den ganzen Räumen. Wixus muss unbedingt noch einen Alpaka reinbringen. Um 3 Uhr morgens. Solar Flare is ending. Ja, das ist sehr, sehr gut. Dann können die Räume jetzt wieder warm werden. Ich glaube, hier in den Raum sollte ich auch eine Heizung reinbauen. Wie viel Fleisch haben wir eigentlich noch? Anscheinend gar nicht mehr so viel. Das ist alles nur Menschenfleisch. Der Devil Strand ist in dem ganzen Jahr nicht gegrowt und jetzt zusammen verrecken. Na super. Quest Saving Bunny. Ich hasse es nur, wenn man nie weiß, was sie können. Das ist auf jeden Fall Xenias Schwester. Wo ist sie denn? Ist gar nicht so weit weg. Das Problem ist, es ist gerade arschkalt. Ich will halt nicht einfach irgendwelche Leute aufnehmen, von denen ich nicht weiß, was sie können und was sie machen. Naja, tut mir leid für Xenia, aber in Real Life kümmern sie ihre die Schwestern ja auch nicht so sehr. Also. Hier müssen mal die ganzen Pflanzen raus. Hier muss auch noch Concrete hin, dass hier nichts wächst. Die brauchen ja den Platz. Okay, nächstes Research ist gefinished. Watermill Generator bringt uns nicht so viel. Wir haben hier kein Wasser. Also zumindest kein bewegendes Wasser. Wir machen mal Tree Sowing. AJ hat hier Concrete ausgelegt. Das ist sehr gut. Ansonsten wollte ich ja auch einen Research-Raum bauen. Kommt mal nach hier oben hin. Ich weiß nicht, wie groß der sein muss, aber wir machen ihn jetzt erstmal so groß. Ich hasse das, wenn ich Sachen nicht umstellen kann. Ich weiß nicht, warum das bei manchen Sachen nicht geht. Also Klimaanlagen oder so ist ja okay, die sind halt in der Wand verankert, aber so ein, der Tisch hier, keine Ahnung. Was macht sie da? Praying vor der Klimaanlage. Das ist wunderschön. Wie viele Components haben wir noch? 25, okay. Der Volcanic Winter hört einfach nicht auf. 36 Tage geht der schon, ey. Black Pants. Hier muss noch ein Stereo-Teil in die Tür rein und dann ist der Raum auch schon fast fertig. Prosthetics ist auch, glaube ich, ganz gut, dass wir die im Notfall haben. So, das kann da oben hin. Eine Wooden Chair davor. Der Multi-Analyzer kann hier in die Ecke. Wobei wir dann noch ein bisschen Power brauchen. Ansonsten könnten wir vielleicht mal Bad Plants, das hier alles freiräumen und hier vielleicht noch ein paar Solar Panel hinpacken. Das hier wird jetzt deconstructed. Und jetzt brauchen wir unbedingt wieder Components. Sondern researchen wir erstmal nichts, bis das Ding hier deconstructed ist. Ansonsten brauchen wir oben auch noch Licht drin, sehe ich gerade. Hier ist eine Klimaanlage kaputt, aber das ist gar nicht so schlimm. Ansonsten, ja, Händler. Wo seid ihr? Wir haben auch schon wieder so viele Schafe. Black's Stash of Valuables. Limestone Small Sculpture und... Ist da ganz oben, das lohnt sich nicht. Foodbench. Recreation Stuff, da kann ich immer noch nichts zu. Ihr habt so viele Möglichkeiten, euch zu beschäftigen. Und ihr habt auch genug Zeit, dass ihr da eingeteilt seid. Naja, dann frisst sich halt voll. Wie sieht's denn mit Stahl aus? Wie viel Stahl haben wir überhaupt noch? 429, da könnten wir auch ruhig mal ein bisschen mehr uns holen. Hier ist ja einiges. Oh no, kein Mad Squirrel. Da kriegt der AJ jetzt richtig aufs Maul.
Sag ich ja. Er wurde ins rechte Bein gebissen. Dann bauen wir hier nochmal ein paar Solar Panels hin und machen da ein Powerkabel zwischen, dass das auch verbunden ist mit dem Stromnetz. Plate Meteorite. Hat den Muffalo erwischt. Der blutet etwas stark. Ja, Wildlife haben wir auch gerade nicht so viel. Und hier gibt dem AJ mal so einen Work Drive. Dann kann er noch ein bisschen besser arbeiten. Am nächsten Tag. Der Muffalo ist am Sterben. Das Muffalo, der Muffalo. Schnappt euch das Muffalo. Oh, wir haben eine kleine Boomerlope. Wir haben so viel Menschenfleisch, ey. Lass uns das echt mal irgendwie loswerden. Tönerlord sieht auch Pflanzen aus. Gerade nichts zum Researchen haben. Warte mal, AJ, wo du gerade hier bist, deconstructe das mal bitte. Können wir jetzt nämlich einfach irgendwas erforschen. Dann geht er auch da oben hin. Wir machen meinen mal bei AJ auf 2. Dann kümmert er sich vielleicht erstmal ums Constructen. Und bald ist auch der Winter vorbei. Es wird nämlich langsam wieder ein bisschen wärmer. Wir haben sogar gerade wieder 15 Grad draußen, was sehr warm für Winter ist. They will prepare. Die sind da links. Das heißt, das hier ist jetzt, wird jetzt erstmal gecancelt. Und alle, die da auf dem Weg gerade hin sind, lassen das mal sein. Das sind eh die Tribes-People. Wir haben keine wirkliche Chance. Du stellst dich mal hier auf und gucken, ob sonst keiner draußen ist. Hoffentlich geht auch keiner mehr raus. Aber wenn, gehen sie wahrscheinlich eh hier durch und das würde man dann sehen. Da kommen sie. Es sind auch vielleicht ein bisschen viele. Aber vielleicht verpissen die sich auch. Ah, ja, die verpissen sich auf jeden Fall. Kann die Wache wieder weggehen. Hat hier von irgendwer überlebt? Nee, 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 nee. Auch nicht. Hat überlebt. Oder sie. Oh, brauchen wir nicht. Da hat noch wer überlebt. Auch nicht gut. Mit den Leuten, die hier abhauen? Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Naja, Fallengang leer räumen. Anni ist gestorben. Jetzt geht's Xenia nicht mehr so gut, woher die auch immer weiß, dass sie gestorben ist. Rifters Seek 8. Was wollen die denn? A group of poor travelers. 52 herbal medicine. You can give items to the... Okay, these travelers are not part of any faction. If you wish, you can choose to kill, arrest, sell or harvest them. Without diplomatic consequences. Es was, nehmt das? Wir haben eh viel zu viel davon. Wo sind die denn? Hier oben. Spread the word of the Döner dafür. So, wir brauchen ein bisschen mehr Holz. Holzen wir hier mal ab. Was fehlt uns hierfür? Gold. Gut, Gold haben wir nicht. Wir haben ein gutes Sniper Rifle. Das kann der Xober mal verwenden. Und wir haben ein Excellent. Ne, war mein, der nimmt das Excellente. Und Dixies. Rose. Nimm mal das andere. Und dann haben wir noch einen Ersatz Assault Rifle. Wir können ja mal so einen Deep Drill installieren. Bin mal gespannt, wie der funktioniert. Wo ist Dixis hin? Warum war der gerade ausgegraut? Das hat mich erschrocken. Okay, die Leute mögen es anscheinend nicht, dass wir Supermachists sind. Das heißt, wenn wir denen nicht helfen und so, werden die langsam zu unseren Feinden. Das Ding braucht Strom. Dann pack das doch vielleicht erstmal hier hin. Und jetzt? Gold haben wir aber auch wirklich nirgendwo hier auf der Karte, oder? Hier unten ist Silber. Das ist auch Silber. Steel. Die Erde. Hier ist Uranium. Das ist Plasteel noch. Sieht nicht so aus, als hätten wir hier Gold in der Nähe. Zumindest nicht offengelegt. Es kann natürlich sein, dass wir irgendwo hier drin noch was haben, aber who knows. Ja gut, dann müssen wir echt auf einen Händler warten. Ich meine, wir können natürlich auch zu anliegenden Feldern und mal gucken, ob es da irgendwo Gold gibt. Aber dazu bin ich zu faul gerade.